Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute sind wir mal wieder zu viert und zwar kümmern wir uns heute mal um das Thema Zylinderentgraten. Ja, also es gibt ja Nachbauzylinder, sie sind ja meistens nicht entgratet und teilweise werden auch in Zylinderschleifereien auch die originalen Zylinder nicht entgratet. Ja, muss man dann eben selber machen, wenn es nicht gemacht wurde, weil durch das Honen und durch das Bohren natürlich hier die Kanäle Einlass, Auslass, Überströmen und Einlasssteuerzeit natürlich entsprechend scharfkantig sind. Das heißt, das ist wirklich scharf wie ein Messer. Und ja, wir zeigen euch das jetzt mal ganz kurz. Wir gehen mal mit einer Endoskopkamera rein und filmen das jetzt mal ganz kurz, damit ihr mal die Kanäle... Ach, guck mal, Alex hier. Ich kann dich sogar filmen hier. Wunderbar. So sieht das aus. Wir gehen jetzt mal rein in die Kanäle, zeigen euch das mal, wie scharfkantig das Ganze ist. Und dann werden wir danach auch nochmal mit einem Edding, das ist ein Edding, das ist so ein Aluminium-Edding, der hier mit Farbe beschichtet ist. Und man sieht hier eigentlich auch schon, zeigen wir gleich im Video, was passiert. Und wir gehen dann hier mal mit dem Edding über die Kanäle, aber das zeigen wir euch jetzt erstmal. So, also wir haben hier mal mit der Endoskopkamera mal einige Bilder gemacht von den scharfkantigen Kanälen und man sieht hier sehr deutlich, dass das also wirklich messerscharf ist und überhaupt nicht entgratet wurde von dem Zylinderschleifer oder von der Zylinderschleiferei und ja, kann man sehr schön sehen. Hier machen wir jetzt nochmal ein Video mit der Endoskopkamera und da sieht man auch wieder sehr schön, wie die Kanten dort wirklich messerscharf sind und das ist dann auch der Grund, warum dann die Kolbenringe bzw. der Kolben dann an der Stelle auch schnell Schaden nehmen oder auch Klemmspuren erzeugen können. Und gerade die Gusskolbenringe können an der Stelle natürlich dann auch Teile von der Gusslaufbuchse ja, wie so ein Schälmesser quasi abschleifen. Und jetzt sieht man hier, ich habe hier mal ein Aluminium-Edding genommen, der mit Farbe benetzt ist und den ziehe ich hier mal über den Auslass und man sieht also sehr schön, wie entsprechend da auch die Farbe dann abgeht. So Alex, jetzt zeige ich es hier nochmal ganz genau, das habt ihr eben gerade gesehen, also hier mit dem Stift bin ich jetzt mal an dem Kanal so lang gegangen und man sieht also auch richtig, dass noch nicht mal die Farbe ab ist, sondern tatsächlich auch schon was vom Alu fehlt. Ne? Also das ist eine richtig schöne Kante, wo man auch dann Probleme kriegt, wo der Kolben natürlich sich wahrscheinlich genauso verhält wie der Stift. Das heißt, er kann dann an den entsprechenden Stellen abgearbeitet werden. Und die Kolbenringe natürlich auch, die ja aus Guss sind beim originalen Kolben, die können dann entsprechend auch an der Stelle am Zylinder dann entsprechend ja, Abplatzungen erzeugen. Ne? So, jetzt wollen wir euch aber heute mal zeigen, wie wir das machen, wenn wir jetzt einen neuen Zylinder schleifen lassen. Und der ist halt nicht entgratet, dann gehen wir folgendermaßen vor. Also wir machen das hier mit einem sogenannten Gratschleifer von der Firma Bosch. Kannst du mal ganz kurz zeigen. Also dieses Gerät nehmen wir dazu. Und wir arbeiten hier nicht mit einem Korund. Ja, gibt es ja, kann man sich ja überall kaufen. Oder hier mit solchen normalen Fräsern. Wie heißen die richtig, Alex? Keine Ahnung. Ja, mit Hartmetallfräser oder sowas. Und zwar machen wir das mit einem sogenannten, du weißt das besser, wie nennt sich das? Das sind so eingelagerte Diamantteilchen in einem Gummi. Ne? Das ist so ein Gummigebundenes Schleifmittel, ja. Genau, gummigebundenes Schleifmittel. Und das haben wir festgestellt, eignet sich eigentlich sehr, sehr gut, um jetzt die Kanäle zu entgraten. Und ja, dann machen wir das mal. Ne? Mike, gibst du mir mal einen Stuhl? Ich brauche mal hier ein bisschen Entspannung beim Fräsen hier. Dankeschön. Jupp. Das Alter, ne? Das Alter, genau. Ja, ja. So, dann zeigen wir euch jetzt mal, wie wir entsprechend die Kanäle entgraten. Marco, kannst du mal anmachen, bitte? Jawohl. So, Schutzbrille haben wir ja auch, ne? Und Mundschutz auch. Okay. So, also wir gehen jetzt hier erstmal rein. Vielleicht kannst du das sehen, Alex, so ein bisschen. Wir gehen hier mit dem Schleifstang rein und entgraten hier oben nur die Bereiche oberhalb des Auslasses. Jetzt gehen wir von innen rein. Also die Seiten sind überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass da, wo der Kolben reingleitet und auch nach unten reingleitet, dass da entsprechend die Kanäle entsprechend an den Kanten gebrochen werden. Und das ist auch sehr effektiv mit diesem diamantgebundenen Ring hier, das funktioniert.
So, jetzt haben wir die Überstürmer gemacht. Jetzt machen wir noch den Einlass. Und das ist jetzt der schwierigste, weil der ist relativ weit hinten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, okay. Warte, den muss ich noch. So, oder es gibt auch noch eine ganz gute Lösung, und zwar hatte uns das der Gerrit letztes Mal gezeigt, was ich sehr gut fand, wie man das auch noch entsprechend entgraten kann, die Kanäle, wenn man jetzt nicht so einen Gratschleifer hat. Und ja, das zeigen wir euch auch noch mal ganz kurz. Und Mike, gibst du mir ganz kurz mal das Schleifvlies? Danke. So, und zwar könnt ihr das auch so machen, dass ihr euch einfach Schleifvlies besorgt. Und ja, ihr macht euch dann entsprechend mal so ein Stück einfach ab mit einer Schere. Und dann könnt ihr euch hier so ganz kleine Streifen schneiden. Also das finde ich wirklich auch eine richtig gute Idee. Vor allen Dingen, wenn man das Werkzeug nicht da hat, macht man sich einfach hier so kleine Streifen. Und dann kann man diese Streifen hier einfach durch die Kanäle durchziehen. Was auch richtig toll ist, mal gucken jetzt, vielleicht so ein bisschen fummelig. So. Muss ich mal eben ganz kurz hier ein bisschen nachstopfen. Sieht man das? Da kommt er raus. Und da kann ich jetzt mir das Ding schnappen, nach oben ziehen. Und dann kann ich hier mit dem Schleifvlies, ups, jetzt ist abgerissen, auch schön. Nochmal. Kann man jetzt hier richtig schön hin und her fahren und auch die Kanäle vernünftig entgraten. Und genauso auch hier in dem Bereich vom Einlass, da geht es also auch ganz gut. Da kann man auch vernünftig die Kanäle entgraten. Auslass gucken wir auch nochmal ganz kurz, das geht aber glaube ich auch ganz gut. Ja, echt eine tolle Idee. Also so kann man dann, gut, reißt dann auch irgendwann durch. So kann man dann also entsprechend auch nochmal die Kanäle entgraten und eigentlich auch eine ganz gute Lösung. So, jetzt haben wir hier, jetzt gehen wir den mal ganz kurz ausspülen, Alex, weil jetzt ist da der ganze Schleifstaub drin und dann können wir das nochmal im Detail zeigen. Ne? Ja. So Alex, jetzt haben wir den Zylinder nochmal mit Bremsenreiniger ausgespült und entsprechend nochmal mit Pressluft ausgeblasen. Und haben wir jetzt leider nicht mehr auf dem Video, aber wir haben jetzt hier diese Kanten auch noch entsprechend hier entgratet. Auch hier dieses Teil, damit hier entsprechend auch keine Abschabungen am Kolben entstehen können. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann man das sehen oder nicht? Also wir haben ganz leicht die Kanten einfach gebrochen. Soll ich näher ran? Oder? Ja, ich würde sagen, wir nehmen nochmal die Endoskopkamera, oder nicht? Ja, genau. Können wir auch machen, genau. Dann können wir das Ganze nochmal zeigen. Und zwar, Moment, wir müssen erstmal aufnehmen jetzt hier. So, und zwar kann man das vielleicht jetzt hier ganz fein sehen, dass da entsprechend die Kanten verrundet sind beziehungsweise angeschliffen sind, auch von den Überströmern. Also da gibt es jetzt eigentlich keine Probleme mehr. Und auch hier die Kante, sieht man das, auch leicht entgratet. Und wenn ich jetzt hier mal reinfasse in die Kanäle, dann ist es auch überhaupt nicht mehr scharfkantig. Ne? Ja, wir können ja jetzt nochmal den Test machen, Alex, ob jetzt hier bei dem Edding jetzt noch was abgeschabt wird. Nö, nichts mehr. Also, so sollte man es machen. Und wenn man dann nochmal mit dem Finger reingeht und merkt irgendwo noch eine scharfe Kante, dann auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Aber wenn man den Zylinder so einbaut, und das gilt natürlich insbesondere auch für Nachbauzylinder, weil die leider an den Kanälen auch sehr scharfkantig sind. Also bitte auf jeden Fall die Kanäle entgraten, dann bekommt ihr nicht solche Probleme, wie der Jonas in seiner Schwalbe hatte. Ne? Das war sehr ärgerlich. Ja, dann viel Spaß beim Kanäle entgraten und ja, wollten wir euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, bis denn. Ciao. 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 Tschüss.